dann haben wir gleich die nächsten Raisin Girls an der Backe. Fische Kostüme, ihr Idioten! Ich meine, ihr Süßen! Gute Nacht! Ich gönn mir ein bisschen Blut! Blutgruppe A, du bist bestimmt ein Klugscheißer. Ich zeig euch mal, wie das Double Whammy in unsere Double Whammy Wings kommt. Insulin ist mein Benzin. Sag mal, hast du zugenommen? Was darf's denn sein? Dein Zug nehmen wir uns mal eben. Danke. Ach, hab ich den ungefährlich genommen. Super Craig, einsatzbereit! Einfach mal weggebammt. Ansteckung signed! Du kannst ganz schön einstecken, Diabetes. Schön, dass du es bemerkt hast. Es gibt kein Entkommen vor Captain Diabetes. Nimm. Da. Seht ihr, Captain Diabetes ist cool. Mein verdammter Zug, Mann. Hurra, oh, Zitronenriegel für alle! Man sieht das auch im Hintergrund, dass der Level das ist. Wie man da dran kommt, das weiß ich noch nicht. Und was es mit den Katzen auf sich hat, ist mir auch noch ein Rätsel. Aber da wir jetzt gerade hier vorbeikommen, können wir ja mal Spaß ins Seniorenheim gehen. Wie süß. Zeigst deinen Lieben, dass die Außenwelt sich an sie erinnert. Pass auf, mit wem du redest. Die quatschen dich hier mit ihrer gesamten Krankenakte voll. Ja, so sind alte Menschen. Ich habe 10 Minuten bis zur nächsten Pille. Ein Foto? Wuhu! Clarence, sagt mir nichts. Wahrscheinlich ist sie gut, die Schwester hilft mir dann, dich auf CompuSafe zu finden. Die klauen mir hier mein Spielautomaten-Kleingeld. Ich nehme mittags Prednison gegen Arthritis und nach dem Essen Ibuprofen für meine Schleimbeutel, die extra starken. Und wo war ich? Achso, ja, Crafting, ne? Wir sollten ja auch neue Heilsachen dann herstellen. Was haben wir dann noch zum Herstellen?
Als nächstes brauchen wir sowas zum Herstellen. Hier haben wir noch gar nichts. Das können wir es mal lassen. Kleine kann ich keine mehr verlieren. Ist es bald vier? Ich will Abendbrot. Mein Enkelkind besucht mich nie. Also machen wir jetzt ein Foto. Wuhu! Mr. Jenkins. Danke, Kindchen. Und das finde ich dann in diesem Internet? Ja, geh nur, wie alle anderen auch. Ja, das Internet. Oh. Ein schönes Bild. Das ist wirklich schön. Habe ich mein Doxazosin vergessen? Ja, Windel ist durch. Ja. Ja, alte Menschen. Erinnerst du Detektiv Rockford? Oh, ich erinnere. Erinnerst du Petula Clark? Oh. Anscheinend haben wir Glück, Superheld. Wie es aussieht, ist die Wache gerade pissen oder so. Geh durchs Tor nach hinten und finde einen Weg hinein. Anscheinend haben wir Glück, Superheld. Wie es aussieht, ist die Wache gerade pissen oder... Sagtest du bereits, die Wache ist gerade pissen. Oh, komm schon. Und dann den Slot wechseln. Also, geh durchs Tor nach hinten und finde einen Weg hinein. Heute nicht, Sir! Heute nicht! Bitte verpissen Sie sich oder ich prügel Sie ins Krankenhaus! Ich verprügel dich, bis meine Schicht vorbei ist! Nochmal kriegt ihr mich nicht! Diesmal habe ich Verstärkung! Zugriff! Moskito auf Blutjagd! Der ist schon spurdicker. Ah, du hast gerade einen Gesetzeshüter angegriffen! Mich dann mal auf, wenn ich dran bin. Heiler Scheiß! Wäre ich nur ein echter Cop. Oh oh. Das Spray der Gerechtigkeit. Captain Diabetes ist kampfbereit. Diabetes im Anflug. Und ich dachte, Diabetes würde einen nur benebelt machen. Also los. Thank you.
Ruhe, du Fiesling! Ach, dein Angriff steigert nur meinen Zorn! Ja, ja. Ah, nee. Einmal aussetzen, Penner! Ich lege das Immunsystem von jemandem lahm! Zika in Fett! Wir sollten hier weg, bevor das Gesundheitsamt kommt! Das packst du schon! Schon mal gut, sind die Hunde weg? Schnapp den! Oh. Ich verprügel dich gemäß Arbeitsanweisung! Ja! Ach, fick dich! Ich bin dran! Stress und das zum Mindestlohn. Ich bin wieder da. Oh nein. Ja. Oh, wo ist meine antiseptische Nasencreme? Nächstes Mal zeige ich euch, was ich vorhatte. Okay, los geht's. Versuch's doch, Wigbert. Da hilft wohl nur rohe Gewalt. Ich sag mal auf für dich, Alter. Verbrechen ist eine Krankheit und ich bin das Heilmittel. Erinnert mich an die Food Court Unruhen 2014. Hier kommt was! Ach, nimm das, du Penner! Lass alle Waffen fallen, liegen oder stehen, Einbrecher! Das war der Hammer! Oh Gott, Sodbrennen! Angriff! Nimm das! Ja? Fuck! Au! Dann mal los! Bam! Wir könnten Freunde werden, wenn du aus dem Krankenhaus kommst. Es wird mir nicht egaler sein. Das habe ich kaum gesehen. Ich nehme meine Blutprobe. Alter, du übertreibst brutal. Sehr befriedigend. Ah,
brenne. Das sah schmerzhaft aus. Mission erfolgreich. Als Kopf. Captain Diabetes mischt wieder mit. Nimm. Da. Oh, ich war doch gerade bereit. Bin ich endlich dran? Danke. Ich hab was für dich. Wie cool, dass durch mein Facettenauge ausgesehen hat. Alter, du übertreibst brutal. Mach dich auf eine Blamage. Saft, gib mir Kraft. Wer braucht am meisten eine Trachtprügel? Na komm jetzt. Bam. Endlich ist es vorbei. Meine Hämorrhoiden melden sich. Hören Sie uns noch nie überladen. Langsam gibt es ein bisschen mehr Geld. Auf 210. Für 10% mehr Schaden, na, würde ich noch nicht machen. Okay, schnell, geh ans Telefon, hacke das System und deaktiviere es. Hallo, hier Jeff von Wolf Sicherheitstechnik, alles in Ordnung? Hallo, ja, tut mir leid, ich wohne hier und kann mich nicht an den Code für den Alarm erinnern. Schon okay, ja, haben Sie das Passwort für die Sicherheitsabfrage? Hören Sie mich? Einen Moment bitte. Alles in Ordnung? Ja klar, das habe ich hier irgendwo. Moment, verdammt, ich muss nur... Oh Scheiße, falsche Schublade. Können Sie bitte kurz dranbleiben? Kein Problem, Sir. Einen Moment bitte. Ist ja
Ein sehr uninspiriertes Hacking-Spiel. Da kommt das in Batman besser. Haben Sie das Passwort vielleicht aufgeschrieben auf einem Notizblock oder so? Ja, irgendwo muss es ja sein. Moment, ich schau mal in dieser Schublade nach. Ich muss erstmal meine Brille suchen. Also waren die jetzt alles schwarze Menschen, oder? Wurden hier nicht Token? Die waren noch reich. Hören Sie mich! Versuchen Sie es vielleicht mal mit meinem zweiten Vornamen. Okay, Sir, wir sehen uns jetzt einfach Ihr Konto an und erstellen ein neues Passwort für Sie. Bleiben Sie einfach in der Leitung. Lass dich von seiner gutbürgerlichen Fassade nicht täuschen. Das ist ein alter Trick. Vorsicht bei dem, der ist ganz schön jähzornig. Wähl den richtigen Augenblick. Hey, wer bist du? Du kannst hier nicht einfach einbrechen. Verdammt. Jetzt, los, los, los! Hey, wer bist du? Ich hätte die anderen Türen noch öffnen wollen. Hab ein Sicherheitssystem, weißt du? Wo zur Hölle sind die Bullen? Wieso tust du das? Ein Ass! Super Arbeit, Held. Du weißt echt, wie der Hase läuft. Du verstehst genau, was wir tun und unterstützt uns dabei. Komm zu mir aufs Revier. Ich hab da was für dich. Das heißt Dark Meadows. Dark Meadows. Token-Spin-Kombination. Ja, bestimmt hier auch im Homebild von Tweak. Was war's hier?
Erinnerst du Trapper Keeper? Klar, ich erinnere. Oh ja, fand ich toll. Ich erinnere. Erinnerst du den Angriff auf die Schule im letzten Spiel? Oh, ich erinnere, das war toll. Ja, großes Grundstück. Zum Detective zurückkehren. Seltsamen Katzen. Wollen wir zusammen nach dem Racheüben Flauschstiefel shoppen gehen? Ich habe keine Lust, gegen euch zu kämpfen. Wo willst du hin? Komm zurück, Bitch! Ihr seid die Bitches, ihr seid die Bitches, ihr seid die Bitchy Bitchy Bitches. Ach, schade, ich dachte, das können wir wieder anmachen, wenn da jemand durchgeht. Ich bin der schnellste in der Stadt. Okay, das brauche ich nicht. So, das waren BKLs Katzen. Ah. Wenn ich die nächste sehe. Stimmt, da werde ich den Timestop dann benutzen müssen. Asservatenkammerparty, wenn der Selbstjustizler einsetzt. Was bist du denn? Ein Zigeunermagier? Geh schon durch. Arschkrampe. Ich bin gerade beschäftigt. Klasse, wie du diesen Verbrecherboss beseitigt hast. Du bist ein echtes Vorbild. Du hast echt was auf dem Kasten. Komm her, Selfie-Time.
Jetzt kann ich dich per Internet überwachen. Was für ein Anfängerfehler. Ich bin ein bisschen beeindruckt. Komm zum Kuhn-Versteck. Ich habe eine kleine Überraschung für dich. Kuhnende. Eine weite Laufstrecke. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich weiß leider nicht mehr, wo die Katzen waren. Hey, du warst in den Kanal 4 Nachrichten? Hier war das zusammen immer noch davor. Schon fast am Versteck des Codes. Hallo, hast du deine Krone verloren? Alte Wunden. Ich vermisse Cooper Keep. Firmen. Nein, nein, nein. Wir können den Super-Craig-Film nicht vor der Humankind-Netflix-Serie machen, Leute. Das ist Quatsch. Naja, wir könnten Super-Craig im zweiten Coon & Friends-Film einführen. Das wäre ja voll die DC-Nummer. Das geht nicht. Ah, Arschlord, setz dich. Sorry, könnte ich kurz mit Arschlord reden? Klar doch. Los, komm, Blitzfreak. Ich folge dir, Mosquito. Neue Ware verfügbar im Coon-Store. Transaktion abgeschlossen.
Kuhn-Store-Produkte tragen das Kuhn & Friends Gütesiegel. Alle Käufe sind bindend. Danke für deinen Besuch. Jetzt gekauft. Such des offiziellen Kuhnen. Willkommen im Kuhn-Store. Du kommst wieder. Ich versteh's nicht, Wunderarsch. Bist du einfach nur stinkfaul? Hol dir mehr scheiß Follower. Ah, neuer, setz dich. Dein üblicher Platz, Arschgesicht. Nicht da, der Platz. Scheiße, weißt du immer noch nicht, wo dein Stuhl ist? Fuck. Arschlord, ich wollte dir sagen, dass wir entschieden haben, dass du deine eigene Netflix-Serie kriegst, gleich nach der Blitzfreak-Fox-Miniserie und dem dritten Kuhn-in-Friends-Film. Glückwunsch! Okay, dann ab mit dir und kümmere dich um deine Mission. Wollte dir nur die Neuigkeit mitteilen. Was willst du, Neuer? Ich hab dir schon zwei Klassen gegeben, mehr gibt's nicht. Oh nein. Nein, nein, du bekommst keine dritte Klasse. Neuer? Neuer, nicht mit diesem Dackelblick. Niemand bekommt drei Klassen. Du glaubst nur, weil du mit ansehen musstest, wie dein Dad deine Mom fickt, hast du einen Mitleidsbonus? Tut mir leid. Das wollte ich nicht. Okay, rein hypothetisch. Was für eine Klasse würdest du denn noch haben? Speedster. Cyborg. Brutalist. Speedster. Psychiker. Assassine. Was für ein toller Moment für dich. Bist du aufgeregt? Ein Assassine. Ob du dafür cool genug bist? Catwoman. Ein Held braucht auch einen Sinn für Dringlichkeit. Gadgetmeister. Oh, ein Gadgetmeister wie Tupperdose. Bist du auch reich? Nee, Gadgetmeister klingt doof. Psychiker. Das ist ein wichtiger Moment in deinem Superheldenleben. Ich hätte etwas mehr Begeisterung erwartet. Okay, aber dann müssen wir deine Hintergrundstory ändern. Die ist echt dämlich. Springen wir nochmal in die Vergangenheit, als du noch ein Kind warst. Du konntest nicht schlafen, aber es lag an den seltsamen Lichtern am Himmel. Du gingst zum Spiegel.
Dort sahst du ein Kind, das vielleicht nicht von dieser Welt war. Und dann hörtest du fremdartige Geräusche auf dem Flur. Du gingst hinaus und sahst zwei Einbrecher und ein Alien. Du musstest sie mit Hilfe deiner neuen Kräfte aufhalten. Als Psychiker warst du ganz auf den Kampf konzentriert. Die Gegner hatten Muckis, du hattest Krips. So hast du ein Psy-Schild errichtet. Willst du noch rumstehen und denken? Kopf zerbrechen! Was zum... Was ist denn los? Doch oben lauerte eine weitere Gefahr. Du hast seinen schwachen Geist sofort mit einem Blendeblitz überwältigt. Scheiße, was? Einer von ihnen versuchte es nochmal. Aber dein mentaler Schutzwall war zu stark. Was für eine Kraft! Da sein Gehirn komplett überfordert war, griff einer seinen Komplizen an. Hey, hey, was hast du denn vor? Ich kann gar nicht denken. Du sammeltest geistige Energie und machtest Angriffe wirkungslos. Neues Ultimate. Hey, Alter, das ist echt unfair. Der Eindringling wollte noch nicht aufgeben. Doch es war nutzlos. Mir gehen die Ideen aus. Mir auch. Genug mit den Spielchen. Du hast dich noch einmal gesammelt, um einen mächtigen Gehirnflash zu entfesseln. Vielleicht ist Köpfchen besser als Muckis. Das Alien nahm dich bei der Hand und führte dich in einen dunklen Raum. Und da sahst du, dass dein Dad deine Mom gefickt hatte. Boah, das ist ziemlich tragisch. Tut mir leid. Wollten dir die Aliens mit diesem Anblick helfen oder wollten sie dich provozieren? Man weiß es nicht. Okay, ab mit dir, Arschloch. Du hast noch eine Menge zu tun. Eisgefängnis. Kämpfen die dann immer für einen, oder? Ich glaube nämlich nicht. Müssen wir es erstmal so. Blitzfreak hat dich wohl ein bisschen aufgepimpt. Fühlt sich gut an, oder?
Spielplatz. Einer der Freedom Pals will was von uns. Kann ich von behilflich sein? Von dort aus. Bis denn? Kann ich Komm her, ich zeig dir, wie man Wheelies macht. Essen ist serviert. Ihr seid das Essen. Zeig ihnen, was du drauf hast. Das gibt garantiert eine Narbe. Ich nehme meine Blutprobe. Alter, mach mal halblang. Zika-Infekt! Au! Alles schön und lustig, bis wir aus den Augen und Ärschen bluten. Ich mach dich platt! Mikroaggression! Schlag ihn! Nehmt eure Medizin, Zwerge! Du kommst nicht zum Zug! Oh. Die haben überhaupt keine Chance! Ja. Ohne zu zucken, Respekt! Diabetes-Time! Zucker! Tu bitte so, als hätte das richtig wehgetan! Viertklässler-Versohlen, geile Sache! Entschuldigung, ich muss in den Ballon. Ich bin wieder da, wieder! Oh, super! Haha! Nein, meine Brille! Oh Mann, Superhelden sind super! Ich verlasse mich auf dich! Macht ihr auch mal was Gescheites? Darauf trinke ich! Ich gönn mir ein bisschen Blut! Gute Arbeit! Ich gehe nur mal eben kotzen! Lass dich da von deinem Freund massieren. Wie packen wir Easy? Eins, zwei, Diabetes. Bam! Ich hoffe, halt einfach an dir ab. Für Viertklässler seid ihr echt sehr erbrocken. Das ist unser Beitrag zur Reduzierung der Klassenstärke. Sind wir fertig? Jetzt nicht. Vielleicht, wenn du mehr Follower hast. Einer der Freedom Pals will sich echt mit uns treffen? In der SMS stand es, wäre dringend. Aber warum sollten die Freedom Pals mit uns reden wollen? Vielleicht ist das ja auch eine Falle. Ganz ruhig, Kuhn-Freunde. Ich bin nicht zum Kämpfen hier. Hallo, Toolshed. Lange nicht gesehen. Toolshed ist ein visionärer Gadgetmeister. Und ein verfickter Verräter. Hört mal her. Wunderarsch hat gestern Abend geholfen, meinem Dad den Schlüssel wegzunehmen. Wunderarsch, ich weiß nicht, warum du meinen Dad gerettet hast, aber ich schuld dir was. Das wollte ich dir nur sagen. Du gehörst zwar zum falschen Franchise, aber wenn du hier Hilfe brauchst, revanchiere ich mich. Oh, du denkst, Wunderarsch interessiert sich für dich?
Du bist bei einem Loser-Pleitegeier-Franchise mit einem Wichser im Rollstuhl als Chef. Wenigstens ist da kein fetter Handy-Dieb. Nicht der schon wieder. Timmy! Ist es euch nicht peinlich, dass ihr nur Spuren findet, wenn ihr sie klaut? Wo ist Dr. Timmys Telefon? Sorry, Freedom Pussies, aber diese Info ist geheim. Hört auf, gegen die Handelskammer zu ermitteln. Überlasst es den professionellen Superhelden. Ja klar, ihr seid die professionellen Superhelden. Nur leider haben wir schon einen guten Draht zu Netflix, Mysterion. Nein, habt ihr nicht. Doch, haben wir. Wir sind gerade im Begriff, die Humankind-Netflix-Serie zu starten, also... Timmy, nein, nein, lass das. Nicht. Hör auf damit, Timmy. Er will mir den Namen aus dem Hirn ficken. Sie haben keinen Draht zu Netflix. Die Freedom Pals haben mein Hirn vergewaltigt. Kauft euch diese Pädophilen. Kuhn and Friends sammeln. Freedom Pals antreten. Civil War 2 hat begonnen. Civil War. Ihr habt keine Chance. Gebt auf, bevor es peinlich wird. Was hast du verkackt, als du dich mit diesen Wichsern verbündet hast? Mikroaggression! Schlag ihn! Hau rein, Neuer! Bin ich schon dran? Mach das Beste draus, Kumpel. Ich bin dran. Nimm das! Hab ich mir die Anstrengung gespart? Timmy! Hier kommt dein Tod. Beeindruckend wie immer, Mysterion. Timmy! So sieht's aus, Pyjama Pals. Ja, Treffer reicht für einen Home Run. Zeit für die Topper Party! Du steckst voller Überraschungen, Tupperdose. Vielleicht auch voller Essensreste. Nein. Dein Mundrohrdings ab und zu echt mal desinfizieren. Mit chirurgischer Präzision. Das habe ich kaum gesehen. Jetzt setzt's was. Sehr gut, Wunderarsch. Diabetes ist kampfbereit! Diabetes! Für jeden Feind, den du zerschmetterst, verstecken sich 10 in den Wänden. Die. Angriffsplan, Delta Gamma Willi Pups. Ja! Schau, wie mutig ich bin! Schaut alle her!
Ich mach gleich was. Schaut alle her. Menno, lasst mich alle mal kurz in Ruhe. Peng, peng, peng. Du warst böse. Deshalb habe ich dir den Hintern versohlt. Timmy, Timmy. Hier kommt Mysterio. Eine durchaus angemessene Gewalteinwirkung. Gute Nacht. Mach sie glatt. Glatt, glatt, was auch immer. Megafaustschlag. Ich lass es jetzt krachen. Gleich kommt der Schwarm. Das wird doch hier langsam ein wenig zu heiß. Das packst du schon. Und da schreist ein paar Ärsche auf. Also los! Megafaustschlag! Bäm, Kind weg. Vektoren berechnet! Angriffssequenz beginnt! Lass unseren Freund in Ruhe, du Fiesling! Ich hatte nicht mal eine Zitronella-Kerze! Mist. Mein Bauch tut weh.